der Begriff der Performancekunst ist grundlegend grenzenlos und bleibt damit eigentlich immer Interpretationssache. Und ich habe auch einen Gedanken, den ich euch weitergeben möchte. Ihr seid frei im Bewegen. Nehmt vielleicht wieder mit jemand anderem Kontakt auf und nehmt dessen Bewegung mit. Das ist jetzt unser Rahmen. Und innerhalb von diesem Rahmen lade ich euch alle ein, euch schnell zu bewegen. Der Abstand bleibt immer gleich. Und das, also es geht darum, das hier alle zusammen als Gruppe zu füllen und dass es eben alles gleichmäßig die ganze Zeit bleibt, trotz der Bewegung. Sieht doch gut aus. Simon? Mit eurer, je nachdem, linken oder rechten Hand geht ihr in euren Hals und nehmt euren Puls ab. Und mit der anderen Hand nehmt ihr den Stein und klopft im Rhythmus eures Pulses auf den Boden mit dem Stein. Und ab einem gewissen Punkt, ab einer gewissen Dauer, öffne ich den Schirm. Und dann versuchen wir aus diesem Schlagen heraus, also keine Pause, sondern wir schlagen weiter, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, gemeinsames Schlagen. Dann wünsche ich euch einen erfahrungsreichen, interessanten, schönen Tag. Wir werden morgen Zeit haben, um uns die Dinge anzuschauen, für die ihr euch entscheidet, dass ihr sie sichtbar macht. Es kann gerne Dokumentation sein, aber mindestens genauso spannend ist natürlich was passiert, was man direkt anschauen kann. Also nicht nur das Foto und nicht nur vielleicht ein Video von der Hanoflex, sondern die Handlung selber. Also es ist eure Wahl, aber dass es eben nicht nur um die Dokumentation geht, sondern ihr könnt auch gerne selber was auffilmen oder wie auch immer zeigen. Wenn die Arbeit dasteht, also als Ergebnis, kann Titel ist vielleicht ein großes Wort, aber es kann nochmal einen Gedanke dazu, in das Wort, das nicht beschreibt, weil im besten Fall ist es schon total klar da, aber vielleicht eine Brücke gibt zu einer Erweiterung, eine gedankliche Erweiterung zu das ästhetische, visuelle, körperliche Erfahrung, die ihr da habt. Kunst ist immer ein Experimentieren mit dem, was schon da war, was im Augenblick da ist und was wir vorfinden, und mit dem, was uns zukünftig noch erwartet. Künstlerisch zu arbeiten bedeutet immer auch, sich möglichst selbst zu überraschen. Astronauten gibt es im Weltall, aber Wege, die bisher noch nicht begangen wurden, gibt es eigentlich wie überall. Man muss sie nur finden. So. Und genau solche Wege wurden wahrscheinlich noch nicht begangen.
da kann ich Nutzer dazu anregen, dass ihr selber nach euren Wegen sucht, die, ja, die vor eurer Nase liegen, die aber eigentlich erst durch eure Beobachtungen sichtbar werden. Also, ich werde heute angeregt durch einen Satz heute Morgen das Alltägliche sichtbar machen und meinen gestrigen Erfahrungen mit der Wahrnehmung der Inneren und der von außen einen Versuch unternehmen. Ich werde durch Bad Boll gehen. Das Alltägliche, diese Maske, die vor kurzem noch völlig unbekannt und irrelevant für uns war, zu unserem Alltag gehört, werde ich über die Augen ziehen, sodass man mein Gesicht nicht mehr erkennen kann. Und so wandle ich durch die Gegend. Ich bin gespannt auf die Reaktionen, ob es Reaktionen gibt. Es geht nicht nur darum, die eigene Beobachtung zu schärfen, sondern auch darum, persönliche Wünsche und Träume zu realisieren. Was viele zunächst unterschätzen, wenn sie sich an die praktische Kunst wagen, ist, dass Kunst immer auch eine starke Auseinandersetzung mit sich selbst erfordert. Die Frage nach dem Scheitern ist hier wesentlich, natürlich auch nach der Frage des Durchhaltevermögens und was es eigentlich bedeutet, Kunst zu machen, die einen selber interessiert. All dies fordert natürlich sowohl diejenigen, die die Kunst praktisch betreiben, als auch diejenigen, die sich die Werke dann ansehen. Aber jedes einzelne Kunstwerk ist auch immer wie ein Geschenk zu verstehen. Etwas, das vorher nicht da war, das einen überraschen lässt, in andere Lagen bringt und oft Dinge aus einem herausholt, die man zunächst nicht für möglich oder denkbar gehalten hat. Mit Kunst kann man Grenzen überwinden, Kunst kann natürlich auch Grenzen sprengen. Das hat immer auch etwas Beängstigendes, weil das Neue auch immer etwas Unbekanntes in sich trägt. Aber gleichsam folgt dann auch der freudige Moment, etwas geschafft zu haben, das man zuvor noch nicht gesehen hat. Lüstern am lustvollsten. Lüstern am lustvollsten, Lust an, Lüstern an, am lüsternsten an, lustig. Worauf habe ich Lust? Was macht mir Lust? Was steigert meine Lust? Danach gehört Lust, das ist dir. Lust spielen. Spiel mit der Lust. Wollen Lust. Dann hatten wir das letzte Mal jemand die Haare gewaschen, der kein Friseur war.